Hallo liebe Zuschauer auf dem YouTube-Kanal von Hecht und Barsteh und herzlich willkommen zum Unboxing des Lure Drops April 2022. Viele von euch fragen sich jetzt vielleicht, Lure Drop, was ist das? Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben ein neues Projekt. Wir machen ab sofort monatliche Köderzusammenstellungen, limitiert, exklusiv und ready to catch. Das ist der Slogan vom Lure Drop und warum das so ist, das erkläre ich euch jetzt. Fangen wir mit dem ersten Attribut an. Limitiert. Ja, das bezieht sich natürlich darauf, dass die Anzahl der Boxen immer stark begrenzt ist. Immer am allerersten eines Monats, das nächste Mal also dann am 1. Mai um 18 Uhr, kommt der Lure Drop und da sollte man dann schnell sein, um sich eins der Exemplare zu sichern. So, wir fangen also an. Zuallererst haben wir einen Flyer, auf dem wir alle Köder haben, die sich in der Kiste befinden. Hier an der Seite sind auch noch Zielfischempfehlungen angegeben und natürlich auch mit welchen Haken man sie kombinieren kann und so weiter. Auf der Rückseite gibt es noch ein Gewinnspiel, dazu komme ich aber später. Wir fangen an mit einem kleinen Hardbait von Lurefans. Das ist der E39 Excavator, ein kleiner Crankbait zum Barschangeln. Das Besondere an diesem Köder ist, dass er sich trotz der 4,8 Gramm, ist ja wirklich nicht viel, sehr weit werfen lässt, weil er ein integriertes Weitwurfsystem hat. Also hier quasi so eine kleine Schiene, ist es nicht, so einen kleinen Kanal, in dem sich eine Kugel hin und her bewegt. Und ja, dadurch lässt er sich für so einen leichten Crankbait relativ weit feuern. Geiler Köder zum Barschangeln, auch eine große Forelle wird den schnappen, solltet ihr unbedingt ausprobieren. Weiter geht's mit etwas für größere Raubfische, nämlich mit dem Pike Chatter von Quantum. Das Besondere an diesem Köder ist, dass er bereits einen Trailer mitmontiert hat und auch einen Trailer Hook. Die Gewichtsangabe hier oben 16 Gramm, 30 Gramm bedeutet, hier vorne der Jigoff hat 16 Gramm und der Gesamtköder hat 30 Gramm Wurfgewicht, müsste also mit fast allen Routen gehen. Der Anfang dieses Jahres stand bei uns hier auf dem Kanal ja wirklich im Zeichen des Bassangelns. Deswegen ist es wenig verwunderlich, dass wir einen Köder dabei haben, der auch im YPC Bass wirklich, wirklich überrascht hat. Aber der True Center Stick ist nicht nur zum Bassangeln gut. Also ihr müsst unbedingt mal ausprobieren, mit solchen Ködern, also mit Worms und Slugs, auf unsere heimischen Raubfische zu angeln. Der True Center Stick ist sehr stark gesalzen und es hat zwei Vorteile. Erstens ist das besser für die Raubfische, wenn die den einsaugen, fühlt es sich natürlicher für die an. Und zweitens wird dadurch der Köder auch sehr viel schwerer. Ihr könnt ihn dann trotzdem sehr gut werfen, obwohl da kein Zusatzgewicht dabei ist. Der Köder an sich ist durch das gesamte Salz schon relativ schwer. So, machen wir weiter. Und zwar ja, mit einem Köder, den vielleicht einige von euch schon kennen. Die Nace Craw, jetzt gerade auch in den kalten Monaten, war das wieder eine absolute Waffe auf dem Firstcast TV YouTube-Kanal. Wir haben uns hier für die 3,5-Inch-Version entschieden. Sind sehr gut geflavored, wie man es von Nace kennt. Und natürlich eine absolute Waffe. Aber wir kommen zu diesem Köder noch. Bevor es soweit ist, machen wir aber erstmal weiter mit einem Hardbait. Und hier haben wir dann wieder einen etwas größeren Köder, ein Minnow 100 von Yuzuri, also sprich 10 cm lang, hergestellt in Japan. Also häufig sind Japan-Köder ja wirklich sehr, sehr teuer. Die Yuzuri-Köder sind für die Qualität eigentlich immer relativ fair vom Preis. Absolut geiler Twitchbait zum Zander und zum Hechtangeln. Für alle, die diese Box erworben haben, freut euch auf diesen Köder. Eine Köderzusammenstellung ohne einen echten Shad ist kaum denkbar, würde ich sagen. Ist auch bei uns nicht so. Natürlich haben auch wir einen ganz regulären Gummifisch dabei mit Schaufelschwanz. Wir haben uns in dieser April-Version für den Köfi Perch Shad in 7 cm entschieden, in der Farbe Motoil Perch, eine wirklich richtig geile Farbe, die aus Skandinavien kommt. Ja, das ist natürlich eine absolute Waffe zum Barschangeln. Genau das trifft natürlich auch
auf diesen kleinen Kollegen hier zu, den Berkeley Pulse Spintail. Der einzige, den ich kenne, mit zwei Spinnerblättern. Der eine hinten für die Rotation und der andere, um den Köder immer wieder so ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Hat auf jeden Fall eine sehr interessante Aktion. Wir haben uns für 9 Gramm entschieden, weil das einfach sehr universell einsetzbar ist. Für die meisten, also eine der beliebtesten Gewichtsklassen von Jig-Spinnern bei uns im Shop. Bevor wir zur Erklärung Ready to Catch kommen, ein kleines Produkt noch, das wir beigelegt haben, ist der LMAB Easy Snap hier in der Größe M. Und der hat zwei Vorteile im Vergleich zu einem herkömmlichen Snap. Erstens kann man hier, auch wenn man, sage ich mal, zum Beispiel eingefrorene Hände hat, also die sich wirklich, ja, die Fingerfertigkeit nicht mehr so da ist, muss man eben nichts auffummeln. Ich habe mir hier mal den Yuzuri Minnow 100 SP genommen und kann hier sehr schnell den Snap montieren. Also wenn ich jetzt eingefrorene Finger hätte, dann wäre mir das hier so deutlich leichter gefallen. Der zweite Vorteil von so Easy Snaps ist natürlich, dass die sehr viel weniger gebogen werden als so Duolock Snaps. Je häufiger man natürlich so einen Draht biegt, desto leichter könnte irgendwann auch eine Ermüdungserscheinung passieren, was bei so einem Easy Snap weniger der Fall ist. Wir haben uns entschieden, dass wir für alle Gummiköder immer einen passenden, zumindest einen passenden Haken dabei haben wollen. Im April haben wir uns für ein Sample Pack von OMTD entschieden. Das sind sehr, sehr geile Haken und vor allem auch sehr, sehr spezielle Haken. Und zu welchem Köder, welcher Haken jetzt hier in der Zusammenstellung gehört, das zeigen wir euch jetzt. Wir fangen an mit dem Punching Hook. Ich werde jetzt mal versuchen, die Funktionsweise dieses Flipping Hooks bzw. Punching Hooks von OMTD bestmöglich wiederzugeben. Also, man nimmt hier zum Beispiel die Nace Craw. Das ist in dem Fall hier der Köder, mit dem wir den zusammen fischen würden. Und sticht ihn ein bisschen länger ein als üblich. Nicht ganz so steil rauskommen, sondern erstmal ein bisschen unten rein. Dann kommen wir raus, unten raus. Und das ist jetzt hier die Besonderheit an diesem Haken. Wir haben hier so einen kleinen Kunststoffaufsatz mit so einem kleinen Pickel noch auf der Unterseite des Hakens. Dann twisten wir, deswegen bezeichnet man das eben auch als Flipping Hook. Wie ihr schon sehen könnt, entwickelt der Haken dadurch so ein Bedürfnis, hier oben rauszukommen. Gehen aber nicht, wie bei einem Offset, aus dem Köder raus, sondern lassen ihn da unten drin. Und der Vorteil ist eben im Vergleich zu einem Offset-Haken, dass man so wirklich nicht mal eine Spitze Widerstand hier oben hat, sondern gar nichts, was irgendwie Kraut fangen könnte, wenn ein Fisch hier drauf beißt, der eben trotzdem auslösen und rausgehen und haken. Der zweite Haken, der hier drin ist, ist der Round Jigged Fiberguard. Ein ziemlich kleiner Jigkopf. Der einzige Unterschied zu einem herkömmlichen Jigkopf ist, dass er eben noch diesen Fiberguard hier dran hat. Das ist natürlich besonders gut geeignet, um auf Barsch zu angeln. Im Holz, im Kraut, also da, wo wirklich Hindernisse zu erwarten sind. Wenn einem dieser Fiberguard ein bisschen zu robust ist, der ist schon ja, relativ hart, dann kann man den, indem man ihn ein bisschen biegt, etwas elastischer bekommen. Von den Ködern, die hier enthalten sind, ist natürlich der Kofi Purchet der geeignete, wie man so einen Jigkopf montiert. Denke ich, musste ich den wenigsten von euch erklären. Ja, damit sollte man dann ziemlich gut gerüstet sein, um den nächsten großen Barsch zu fangen. Wir kommen zum nächsten Haken. Das ist jetzt etwas für den True Center Stick von X-Zone Lures. Und zwar etwas, was vielleicht viele von euch noch nicht gemacht haben, nämlich mit so einem Worm bzw. Slug auf Barsche oder Barschartige zu fischen. Und das macht man häufig so im Wacky-Style, also mit so einem Wacky-Rig. Man ködert den Köder in der Mitte an. Da gibt es eigentlich eine ziemlich genaue Markierung. Also es gibt einmal hier diesen etwas dickeren Bereich, der ist für die Offset-Haken gedacht. Und dann gibt es hier nochmal so eine Markierung, wo dann eben diese Rillen unterbrochen sind. Genau das ist die Stelle, wo man den Köder dann wacky anbietet. Kann man auch sehr gut zum Neko-Rig-Fischen benutzen.
Ja, das hier wäre jetzt weightless, aber auch schon möglich. Also mit einer leichten Route kann man das gut werfen. Und damit würde ich gerne von euch einige am Wasser sehen und gucken, damit mal einen großen Barsch oder vielleicht auch einen Zander oder einen Hecht zu fangen. Hier habt ihr natürlich ebenfalls so Weed Guards, um eben ja, sich vor lästigem Kraut zu schützen. So, kommen wir zum vierten Haken und das ist der Special Cover Single Hook. Und das ist ein Haken, wo ich erstmal wirklich keine Ahnung hatte, was man damit macht. Musste ich mich selbst ein bisschen informieren. Und das ist tatsächlich ein Weedless Haken für Hardbaits und Blechköder. Deswegen ist die Öse auch ja, in dieser Ausrichtung und nicht so gebeugt, sondern so, dass man die eben perfekt an Hardbaits montieren kann. Wir haben jetzt hier zum Beispiel mal den Lurefans E39 Excavator krautfrei gemacht. Also das ist jetzt quasi ein Weedless Hardbait. Haben vielleicht viele von euch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, krautfrei mit Hardbaits zu fischen. Wir haben dann noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier einen Flaschenöffner als Schlüsselanhänger mit dem Luredrop-Logo. Wir haben ein paar Süßigkeiten mit drin. Und dann haben wir eine Autogrammkarte von Lukas Ripplinger. Hinten ist ein Steckbrief drauf, aber für die meisten wahrscheinlich ein bisschen interessanter. Und deswegen ist der Luredrop immer exklusiv. Wir haben hier über einen QR-Code die Möglichkeit für euch, einen exklusiven Expertentipp anzubieten. Hier ist also immer ein Expertentipp, wo nicht gesagt wird, kauft euch das oder das Produkt, dann fangt ihr besser, sondern es geht wirklich darum, euch Anglern etwas mitzugeben, was euch wirklich weiterbringt und wofür ihr euch nichts kaufen müsst extra, sondern es geht um spezielle Techniken, es geht um Knoten, es geht um Gewässerkunde, wie lese ich ein Gewässer. Was das in diesem Fall ist, kann ich hier im Unboxing natürlich nicht verraten. Dafür muss man sich eben diese Luredrop-Zusammenstellung dann selbst kaufen, denn das ist eben sonst kein exklusiver Tipp mehr. Damit wären wir auch schon fast am Ende angekommen. Wir haben noch eine Sache, die wir unbedingt machen müssen, nämlich wir haben ein Gewinnspiel. Und damit kommen wir zurück zum Flyer. Auf dem Flyer ist nicht nur wunderbar erklärt, wo ihr wie die Köder einsetzen könnt, sondern auf der Rückseite habt ihr auch hier eine Losnummer. In diesem Fall ist das Feld leer, aber für alle, die sich einen Luredrop gekauft haben im April, die finden hier unten eine Losnummer. Zu gewinnen gab es eine Route-Rolle-Kombination von Savage Gear. Und zwar aus der SG4-Serie. Beides, also jeweils die Route und die Rolle. Gefällt mir schon mal optisch sehr, sehr gut. Sieht natürlich wirklich lässig aus. Dieses komplett ja, Militär- oder Tarngrüne Modell. Wir haben hier einen Toray Carbon Blank 30T. Wir haben ein Wurfgewicht von 10 bis 30 Gramm, 2,43 Meter, EVA Split Grip, Seaguide Rollenhalter, Seaguide Beringung und das Ganze für nur 130 Euro. Also insgesamt wirklich ziemlich geiles Gesamtpaket für jemand, der eine mittelpreisige Route sucht. Und passend dazu, die meisten von euch wissen es, Savage Gear ist auch auf dem Rollenmarkt aktiv geworden. Wir haben hier 244 Gramm Kampfgewicht, die SG4 2500er, Aluminiumspule, wir haben noch eine Ersatzspule aus Graphit, das Gehäuse ist aus Graphit, Aluminiumhandle und all in all passt die natürlich perfekt zur SG4 Route. Ist natürlich auch vom Gewicht perfekt abgestimmt. Wir haben hier nämlich die entsprechenden Lose vorbereitet. So, wir werden jetzt hier ein Los rausnehmen. Ich habe auch nur eins. Ne, das sind zwei. Muss ich eins wieder zurücktun. Und gewonnen hat die Losnummer 18. Derjenige, der die Losnummer 18 hat, herzlichen Glückwunsch. Bitte schreib uns eine Mail, damit wir dir deine neue SG4-Kombo zukommen lassen können. Ich glaube, es ist soweit alles gesagt. Das Einzige, was ich noch sagen will, ist, dass wir natürlich diese Box hier
so jetzt nicht mehr verkaufen können. Und deswegen könnt ihr den ersten Lure Drop gewinnen. Einer von euch schreibt einfach unten einen netten Kommentar zu diesem Unboxing und schon seid ihr im Lostopf. Ja, wir begrenzen es, da würde ich mal sagen, auf 2 Wochen. Also wer in genau 14 Tagen nach der Veröffentlichung dieses Videos einen Kommentar unten geschrieben hat, der ist im Lostopf und im nächsten Lure Drop Unboxing werden wir dann den Gewinner verkünden. Am 1.5. um 18 Uhr geht der zweite Lure Drop online. Wir haben auch Special Boxes, Special Editions. Die sind, sage ich mal, nicht auf die ersten der Monate limitiert, sondern die gehen einfach irgendwann raus. Wir bewerben die natürlich auch entsprechend und die sind dann so lange da, wie sie eben da sind. Wir haben zum Beispiel bereits eine Meerforellen-Edition, also Seatrout-Edition. Vorteil beim Lure Drop, ihr habt immer einen sehr hohen Warenwert für den Preis der Box. Also der Preis ist hier ja bei 39,95. Das kann natürlich zum Beispiel bei der Japan-Edition wird es ein bisschen mehr sein, weil da eben auch teurere Köder drin sind. Wir werden eine Pike-Edition natürlich haben, auch relativ bald. Und dann übers Jahr werdet ihr sehen, von Ultralight bis Big Bait wird es eine ganze Menge zu erwerben geben. Immer ist auf jeden Fall eine Autogrammkarte von einem Experten dabei und es ist immer ein Expertentipp dabei. Dietmar Jesajasch wird einen machen, Freddy Habert wird einen machen, Enrico Di Ventura wird natürlich einen machen. Ihr könnt euch schon vorstellen, das ist denn Schöne, wer da alles so in Frage kommt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.